Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In so Zeiten wie heute fragen sich natürlich viele Christen, hat das mit Aussagen aus der Bibel zu tun, was wir hier erleben, was ja schon außergewöhnlich ist, ja? Hat die Impfung mit dem Mahlzeichen des Tiers zu tun? Kommt Jesus bald? Steht die Entrückung unmittelbar bevor? Das sind alles so Sachen, die vielen durch den Kopf gehen und wo viele drüber nachdenken. Ich möchte ein bisschen Wegweisung geben, weil Jesus ja auch sagt, beurteilt die Zeichen der Zeit. Und er sagt den Jüngern, wachet. Und er sagt sogar, was ich euch sage, das sage ich allen, wachet. Meine Frage ist immer, worauf soll ich denn dann achten, wenn ich wache? Viele werden natürlich sagen, klar, auf deine persönliche Glaubenssituation, auf deinen persönlichen Lebenswandel, dass du dein Leben vernünftig und ordentlich führst und der Bibel nach ausrichtest, dass du nicht in formulierten Sünden lebst, dass dein persönliches Glaubensleben stimmt, ja. Aber das sagt Jesus so ja nicht. Wenn er sagt, wachet, dann hat das immer damit zu tun, dass man auf etwas ganz Bestimmtes warten soll und wachen soll, als Wächter auf der Mauer, ja, die haben natürlich dann immer nach irgendwelchen Angreifern Ausschau gehalten, um Alarm zu geben, wenn irgendein Ereignis bevorsteht. Und dieses Wachet steht dort. Da geht's nicht so sehr drum, wie mein persönliches Glaubensleben aussieht. Das hängt natürlich damit immer auch zusammen. Also wer sein Leben nicht ordentlich führt und im Glauben führt, der hat auch kein Licht, der weiß auch nicht, worauf er wachen soll und wann er wachen soll, die schlafen ja dann meistens, ja. Aber dieses Wachet heißt, dass man auf ganz bestimmte Ereignisse warten soll, weil niemand weiß, wann der Herr kommt, ja. Sei es zum Abend oder zur Mitternacht oder zum Hahnenschrei oder am Morgen. Deswegen ist die große Frage ja die, worauf sollen wir denn achten? Und da möchte ich gerne ein bisschen Wegweisung geben und euch erklären, was ich denke, was kommt und womit die Endzeit eingeleitet wird. Ich bin sehr vorsichtig da, wenn ich das ausdrücke, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einer zu Ende gehenden Zeit leben. Im engeren Sinne ist Endzeit die 70. Jahrwoche. Im weiteren Sinne ist natürlich auch die Zeit unmittelbar vor der 70. Jahrwoche schon Endzeit, ja. Die Endzeit, die endzeitlichen Ereignisse werden meiner Meinung nach mit mehreren Ereignissen einhergehen. Um mal direkt so in den Kern vorzustoßen. Die Wiedergeburt der Stadt Jerusalems, die wird an einem ganz bestimmten Tag stattfinden. Den kennt niemand. Niemand weiß den. Ich weiß den auch nicht, ja. In der Bibel steht auch, dass niemand den weiß. Und deswegen gibt Jesus auch keine Zeitspanne vor und sagt, das ist eine ganz bestimmte Zeit, die dann sein wird oder ein bestimmtes Datum. Jesus nennt kein Datum, sondern er knüpft das an bestimmte Ereignisse, die kommen werden. Und die Wiedergeburt der Stadt Jerusalem, die findet an einem ganz bestimmten Tag statt. Und dieser Tag ist gleichzeitig der Beginn der 70. Jahrwoche. Die 70. Jahrwoche beginnt mit der Wiedergeburt Jerusalems. Dann werden in Jerusalem Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sein. Die kommen aber nicht einfach so zum Glauben, sondern die kommen zum Glauben, weil... Naja, jetzt muss ich rückwärts reden, ja, weil die zu Gott rufen in großer Not und weil diese große Not geschehen ist, dadurch, dass Jerusalem von einem fremden Heer belagert wird, und zwar von einem Heer, das vom Antichristen angeführt wird, beziehungsweise, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das sehr, sehr komplex ist, ja. Ich möchte euch nur so grobe Hinweise geben. Der Antichrist ist zumindest dabei, der hat dann noch nicht die Führung, ja, der übernimmt die Führung erst
in der Mitte der Jahrwoche. Aber wir sind ja am Beginn der Jahrwoche jetzt. Der Antichrist wird also dabei sein bei diesem Heer. Das Volk eines Fürsten wird kommen, ja. Dieses Volk wird später dann sein Volk werden. Aber diese erste Belagerung der Stadt Jerusalems, die führt dazu, dass die dort Eingeschlossenen in große Not kommen und in Lebensangst. Und diese Angst in der Belagerung, die bezeichnet die Bibel als Wehen. Dann kommt die Tochter Zion in Wehen. Davon redet Jesus, davon redet Paulus, davon redet Petrus, davon redet das Alte Testament immer wieder von diesen Wehen. Aber man ordnet diese Wehen nicht der Wiedergeburt Jerusalems zu, weil man von der Wiedergeburt Jerusalems weithin gar nichts weiß. Und dann redet man von der Wiedergeburt des Staates Israel oder von den Wehen des Messias, sagen die Juden dann dazu. Aber wenn man die Wiedergeburt Jerusalems kennt, dann weiß man, dass die Tochter Zion in Wehen kommt und auch gebiert, nämlich Wiedergeburt erlebt, ja. Und die Wiedergeburt der Stadt Jerusalem, die wird an einem einzigen Tag sein. An diesem Tag wird Gott seinen Geist ausgießen auf die Stadt und dann wird Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dann zieht der Belagerer wieder ab. Inklusive Antichristen ziehen die wieder nach Norden, ja. Die ziehen dann weg. Warum? Weiß ich nicht genau. Aber dann wird eine Zeit sein, die erste Hälfte der 70. Jahrwoche, die im Übrigen exakt 1260 Tage dauert, nicht länger und nicht kürzer, während die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche ungefähr 3,5 Jahre sind, ja. Die wird beschrieben als 42 Monate oder eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit oder manchmal auch umschrieben mit 3,5 Tagen, 3,5 Gottestagen, ja. Die zweite Hälfte der Jahrwoche ist nicht taggenau. Daniel schreibt auch in Daniel 12 von 1290 Tagen, 1335 Tagen, also länger als 1260 Tage, weil am Ende dieser 70. Jahrwoche auch einige Ereignisse stattfinden, ja, die dann verschiedene Fristen haben, sodass diese zweite Hälfte der Jahrwoche nicht genau 1260 Tage lang ist, sondern 1290, dann passiert was, dann 1335, dann passiert was, ja. Dann diese 2300 Abende und Morgen, die in Daniel stehen, die beziehen sich alle auf die zweite Hälfte der Jahrwoche. Die Sache, auf die wir also achten sollen und das, worauf wir wachen, worüber wir wachen sollen, worauf wir achten sollen in der Endzeit, ist die Wiedergeburt der Stadt Jerusalems. Davor gibt es noch ein Ereignis und das muss relativ zeitnah davor sein. Das ist der zweite Punkt, den ich nennen möchte, dass nämlich der moderne Staat Israel auseinanderbricht in zwei Teile. Da habe ich auch ganz viele Clips von gemacht, auch eine ganze Playlist von gemacht. Der moderne Staat Israel, so wie wir ihn jetzt kennen, wird sich spalten und zwar in einen nördlichen und einen südlichen Teil, so wie das unter Jerobeam und Rehabeam schon mal gewesen ist. In der Endzeit passiert gar nichts Neues, sondern da passiert eigentlich das, was wir in der Bibel schon in der Antike finden. Deswegen sind die Dinge überhaupt nur in die Bibel auch aufgenommen worden, weil wir daran lernen sollen, wie die Endzeit ist. Wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, dann würden wir in Texte wie Daniel oder in die Texte der Offenbarung oder in die Endzeitreden Jesu nicht solche Dinge einflechten oder reininterpretieren, sondern dann würden wir die, so wie es auch sein muss, mit alttestamentlichen Bibelstellen in Verbindung bringen. Das ist der Knackpunkt dabei, ja. Es ist oftmals so, dass in Aussagen von Jesus oder in endzeitliche Texte in der Offenbarung, da macht man sich so Gedanken drüber und denkt, was das denn dann vielleicht so bedeuten könnte und dann legt man da so Bedeutungen hinein. Also als mein Lieblingsbeispiel natürlich immer, dass man das Römische Reich in Daniel hineinportiert, wo Daniel überhaupt nicht davon spricht. Ja, das fällt aber kaum jemanden auf, weil diese Auslegung sich schon so zementiert hat, dass man diese Texte gar nicht mehr hinterfragt. Und viele Zuhörer achten sowieso mehr auf das, was ihnen gesagt wird, als auf das, was geschrieben steht. Das ist auch okay. Ja, das ist eigentlich die Aufgabe der Pastoren und Lehrer, dass die zum Wort Gottes zurückführen und das Wort Gottes den Leuten sagen und nicht andere Auslegungen zitieren und die weitergeben, sondern sich auf den Text der Bibel beziehen. Das ist deren förderste Aufgabe, ja. Aber die meisten achten halt auf das, was ihnen gesagt wird und diese Auslegungen, gerade mit dem Römischen Reich in Daniel und in der Offenbarung, haben sich dermaßen verfestigt,
dass man da kaum noch gegen ankommt. Ja? Also man muss immer wieder zurück auf den Text. Und viele kritisieren das dann und sagen, da die Auslegung entspricht, aber die du machst, entspricht nicht den Auslegungen, den die andere machen. Das ist richtig, ja, das weiß ich auch. Ich kenne die anderen Auslegungen auch. Und wie schon oft gesagt, ich kenne auch deren Mängel. Die Ausleger kennen die auch, ja. Die sagen die nur nicht, weil sie keine Alternative haben und weil sie auch keinen Ärger haben wollen, ja. Weil wenn man da eine andere Sache behauptet, wird man ja schnell auch dann verleumdet oder als ihr Lehrer irgendwo dann bezeichnen. Das möchte natürlich nicht jeder. Und deswegen hält man sich so an die gängige Auslegung, macht dann so seine Bibelstunden. Aber diejenigen, die sich mit Daniel beschäftigen und auch diejenigen, die diese Aussagen tun, die wissen eigentlich schon, dass da eklatante Schwächen sind. Nur als kleines Beispiel, also man nimmt natürlich Daniel 7 und Daniel 8, da steht jeweils von einem kleinen Horn, aber einmal in Daniel 7 soll das kleine Horn dann der Papst sein und in Daniel 8 ist das dann irgendwas anderes. Das geht aber so nicht, wenn das kleine Horn in Daniel 7 erwähnt wird und in Daniel 8 auch, dann muss es jeweils die gleiche Person sein. Auch wenn das zunächst mal nicht in unsere Gedankenwelt hineinpasst. Und das übergehen viele Prediger und Verkündiger und Lehrer zugunsten der Rom-Theorie. Ja? Wenn man Daniel aber genau liest und den Text genau liest und einfach mal ergebnisoffen da dran geht, dann muss man eigentlich voraussetzen, wenn Daniel in Daniel 7 ein kleines Horn erwähnt und in Daniel 8 auch, dann muss das die gleiche Person sein. Und dann muss man seine Vorstellungen, seine Auslegungen ändern. Damit fällt dann aber die Rom-Theorie. Aber damit jetzt mal gut, ja. Israel bricht auseinander, das ist der zweite Punkt. Das muss kurz vor der Wiedergeburt Jerusalem sein. Der moderne Staat Israel trennt sich, wie im Altertum auch. Wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, dann würden wir sehen, dass das eine lange Geschichte ist, die aus dem Alten Testament immer wieder erzählt wird. Die wird in frühen Texten der Bibel, wird die schon angedeutet, schemenhaft und wird immer weiter erklärt und immer weiter konkretisiert, bis man irgendwann in der Offenbarung dann das volle Bild hat. Beispiel, Daniel nennt ein Tier mit 10 Hörnern und eisernen Zähnen und ehernen Klauen. Und Johannes ergänzt dieses Tier mit den 10 Hörnern dann nochmal um 7 Häupter. Da sieht man, da ist so ein Offenbarungsfortschritt. Aber das fußt auf Daniel. Und von Daniel aus fußt es noch auf sehr viel älteren Texten. Deswegen müssen wir die Auslegungen immer innerhalb der Bibel führen. Das weiß auch jeder, das sagt auch jeder, indem man nämlich zitiert, die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Aber in der Auslegung selber macht man das dann oftmals nicht, ja, sondern man portiert dann Dinge in die Bibel rein. Also der moderne Staat Israel bricht auseinander in zwei Teile. Der nördliche Teil hat dann gar keine Zeit mehr, in ein geordnetes politisches System übergeführt zu werden. Und der ist eine unstrukturierte Masse. Und diese unstrukturierte Masse von Menschen, die gibt sich in einen Bund mit Damaskus. Damaskus ist dann ein Stadtstaat. Syrien ist komplett verwüstet, liegt am Boden, ist zerstört, vielleicht auch besetzt von irgendwelchen Truppen. Ob das die Türkei ist, ob das der Iran ist, ich weiß es nicht. Ja. Aber Damaskus ist ein Stadtstaat und geht in ein Bündnis mit diesem Norden Israels. Der Antichrist kommt meiner Meinung nach aus Damaskus, weil Damaskus eine syrische Stadt ist. Syrien ist historisch, biblisch zurückzuführen auf die Seleukiden. Die Seleukiden sind zurückzuführen auf Seleukus den Ersten. Seleukus der Erste ist ein Diadochenkönig. Die vier Diadochenkönige waren zuvor Generäle von Alexander dem Großen. Und dann ist man eigentlich am Ursprungspunkt und sieht, dass das eine griechische Linie ist. Von Alexander über die vier Diadochen zu den Seleukiden, von den Seleukiden nach Syrien, zur Provinz Syria, die im Jahr 64 vor Christus im Römischen Reich aufging, die dann verschwunden ist und weg ist und in der Endzeit plötzlich wieder auftaucht. Ja, ein Tier, das die Wunde vom Schwert hat und dann wieder lebendig wird. Das heißt, das antike Seleukidenreich, das ersteht wieder auf. Das ist das Tier, das die Wunde vom Schwert hatte. Und Damaskus macht einen Bund mit dem Norden Israels. Damaskus ist dann ein kleines Horn. Der Norden Israels wird usurpiert werden von dem falschen Propheten. Der falsche Prophet wird im Osten, im Ostjordanland sein, im Gebiet der ehemaligen Dekapolis. Ich unterstelle sogar, dass die antike Dekapolis in der Endzeit wieder da sein wird, wieder entstehen wird, eine Neo-Dekapolis, und zwar genau in dem Gebiet in Transjordanien,
Ich könnte mir vorstellen, das steht nicht in der Bibel, ja, das ist eine Vermutung, dass man die Palästinenser umsiedelt in dieses Gebiet und dass aus diesem Gebiet dann der falsche Prophet kommt. Der falsche Prophet ist das Tier aus dem Land, während der Antichrist das Tier aus dem Meer ist. Wenn das Tier aus dem Meer heißt, das Tier aus dem Völkermeer, das ist nicht Israel, sondern das ist aus dem Meer der Völker. Damaskus ist nicht Israel, sondern Damaskus ist ein nicht-jüdisches Volk. Und deswegen, wenn der Antichrist aus Damaskus kommt, ist er ein Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer. Dort kommt dieses endzeitliche Tier her. Ein Politiker, wahrscheinlich ein sehr sympathischer Typ, denn er wird ein endzeitliches Abbild des antiken Antiochos Epiphanes sein. Und wenn ihr Antiochos Epiphanes anschaut, die Büste von ihm, also die könnte glatt aus Hollywood entsprungen sein. Ja, das ist so ein Brad Pitt-Typ, ja, der Antiochos ist ein super Typ, super sympathisch, wird ihm auch nutzen in der Endzeit. Ist aber nur eine Vermutung, steht nicht in der Bibel, ja. Also das wäre eine Variante, die ich mir vorstellen könnte. Wovon ich fest ausgehe, ist, dass diese Neo-Dekapolis in der Endzeit wieder da sein wird. Wir werden antike Strukturen im Nahen Osten sehen. Darauf wachet, darauf achtet, das wird kommen, ja. Und diese antike Dekapolis liegt auf dem Gebiet des ehemaligen Stammes Manasse. Gibt es viele Clips drüber, könnt ihr euch auch anschauen in meinem Kanal, wo die historischen und die antiken Linien erklärt werden und auch mal aus dem Alten Testament auch hergeleitet werden, dass man dieses Wissen überhaupt hat, um diese endzeitlichen Texte damit in Verbindung zu bringen und so zu verstehen dann auch. Die Dekapolis, und zwar sowohl die Dekapolis vor 2000 Jahren als auch die endzeitliche Neo-Dekapolis, liegt auf dem Gebiet des halben Stammes Manasse. Manasse ist ja nur zur Hälfte nach ins gelobte Land eingewandert. Und die Hälfte des Stammes Manasse ist jenseits des Jordan verblieben. Und dieses Gebiet des Stammes Manasse ist deckungsgleich mit der antiken und der endzeitlichen Dekapolis. Das heißt, wenn von dort ein Herrscher kommt, dann ist das ein Tier aus dem Land, weil nämlich dieses Transjordanien nach biblischer Stammesordnung, ja, zum Stamm Israel gehört, zum Land Israel gehört. Wenn also ein Herrscher aus dem Gebiet der Dekapolis kommt, dann kommt er in biblischer Perspektive aus dem Gebiet Manasses. Manasse gehört zu Israel. Israel ist prophetisch das Land in der Bibel. Und dann wäre dieses Tier aus dem Land. Dann hätte man ein Tier aus dem Meer und ein Tier aus dem Land. Und auch das nur nebenbei. Es gibt diese Alttestament, es gibt dieses endzeitliche Pärchen Antichrist und falscher Prophet. Dieses Doppelpaar von Herrschern, das gibt's oft im Alten Testament. Oreb und Seb, Seba und Zalmunna, Jachin und Sisera, Jabin und Sisera. Also diese Pärchen gibt's oft im Alten Testament. Alles, was in der Endzeit gezeigt wird, ist schon im Alten Testament vorhanden und muss damit in Verbindung gebracht werden und nicht mit irgendwelchen gegenwärtigen politischen Situationen. Ja. Gut. Historisch war es so, dass gerade zur Zeit Jesajas und des Königs Ahas im Jahr 730 vor Christus, 8. Jahrhundert vor Christus, da gab es einen General und der hatte sein Wesen in Gilead. Gilead ist das Gebiet der Dekapolis, ist das Gebiet des ehemals halben Stammes Manasse. Und sein König war der König Pekachia von Nordisrael, von Ephraim. Und dieser General, der ist nach Samaria gezogen und hat in Samaria seinen König getötet, den König Pekachia getötet. Pekachia heißt, Gott öffnet mir die Augen. Und dieser General hat seinen König getötet und hat sich selber Pekach genannt, in Anlehnung an Pekachia. Und das heißt auf Deutsch, ich öffne mir selber die Augen. War ein gottloser Mann, hat Israel usurpiert und ist dann ein Bündnis eingegangen mit Rezin von Damaskus. Das, was ich eben kurz skizziert habe für die Endzeit, ist also etwas, was im 8. Jahrhundert vor Christus schon existiert hat und in der Bibel beschrieben wird. Und dieser Rezin von Damaskus macht ein Bündnis mit dem König Pekach. Und weil von Norden die Assyrer nach Süden drängen, wollen diese beiden eine Koalition eingehen mit Ahas in Jerusalem, um gemeinsam gegen die Assyrer
zu kämpfen. Und als der König Ahas das ablehnt, da belagern sie Jerusalem. Und in dieser Belagerung gibt dann Jesaja dem König Ahas ein Zeichen von Gott und sagt, dieses Zeichen wird sein, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Und ehe der Knabe Gutes und Böses unterscheiden kann, wird das Land vor deren beiden Königen dir graut verödet sein. Das ist eine Prophetie auf Jesus, die ist in Maria, in der Jungfrauengeburt Maria, in Erfüllung gegangen, aber die wird nochmal in Erfüllung kommen, wenn die Tochter Zion gebiert. Dann wird auch ein Überrest zum Glauben kommen, denn zur Zeit Jesu ist das Land Ephraim, also der Norden Ephraims, Pekachia, und Syrien nicht verödet worden. Beide Staaten gab es zur Geburtszeit Jesu gar nicht. Es gibt nochmal eine endzeitliche Erfüllung dieser Bibelstelle aus Jesaja. Wenn nämlich Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird Syrien wieder da sein. Dann wird das Nordreich Israel wieder da sein. Warum? Weil Israel auseinanderbrechen wird und dieser kommende Fürst einen Bund schließen wird mit den vielen, nämlich mit dem Nordreich Israels. Und da steht ja nicht, dass der Antichrist einen Bund mit Israel schließt, so wie das immer gesagt wird. Da steht auch nicht, dass der Antichrist das aus einer Position der Macht tut, ja, Israel in seinen Bund zu zwängen. Wenn man das genau liest, dann ist das so, dass das kleine Horn, das ist ja nur ein kleines Horn, das kommt aus Damaskus, das braucht dringend die Unterstützung dieses nördlichen Israels. Der macht einen Bund für 7 Jahre, herrscht aber nur 42 Monate. Der herrscht ja nur die zweiten 3,5 Jahre von den 7 Jahren. Also dieses Bündnis wird entstehen, der Norden Israels wird sich mit Damaskus verbünden. Und der Norden Israels wird dann unter der politischen Herrschaft stehen des falschen Propheten. Warum? Weil aus dieser Gegend der Neo-Dekapolis, wo sehr wahrscheinlich die Palästinenser dann hin deportiert wurden, da wird ein Palästinenser kommen und wird in Samaria, wird im Norden Israels diese ungeordnete Volksmenge an sich ziehen und dann in ein Bündnis gehen mit dem Antichristen aus Damaskus. Und die sind beide so schwach, dass sie gegenseitige Bündnispartner suchen. In dieser verworrenen Endzeitsituation, ja. Und dieses kleine Horn in Damaskus, das wird später sehr schnell groß werden, unerwartet schnell groß werden. Aber am Anfang ist es halt noch ein kleines Horn, ein Stadtstaat, und der braucht diese Unterstützung des Norden Israels. Das sind die antiken Strukturen, die wir in Jesaja schon sehen und die wir in der Endzeit, in der Offenbarung, in den Endzeitreden Jesu wiederfinden. Wenn diese Struktur eingetreten ist, wenn Israel auseinandergebrochen ist, wenn dieser Norden Israels unstrukturiert und ohne politische Führung übernommen wird von einem der, ich sage das jetzt, Palästinenser aus der Neo-Dekapolis, dann werden die in ein Bündnis gehen mit dem zerstörten und verwüsteten Stadtstaat Damaskus, um sich in diesem aufgewühlten Nahen Osten, der schäumt wie ein Meer, und aus diesem Meer entsteht ja, kommt ja dieses Tier laut Offenbarung 13, dann werden die drei zusammenfinden in einem Bündnis. Und die werden dann Jerusalem angreifen, weil Jerusalem auch in ihr Bündnis gezwungen werden soll, weil im Norden Iran und Irak sind und immer stärker werden. Das erinnert sehr stark an unsere gegenwärtige Situation. Ja, das ist eine Struktur, die sehr schnell im Nahen Osten eintreten kann. Trotzdem weiß niemand, wann das kommt. Das weiß niemand. Wenn Jesus sagt, wachet, wenn Jesus sagt, achtet auf den Gräuel der Verwüstung, dann muss man sehen, dieser Gräuel der Verwüstung, den hat Antiochos Epiphanes angerichtet. Der war aber kein Römer. Antiochos Epiphanes war ein Seleukide, ein Syrer. Ja. Diese Strukturen kommen wieder auf und deswegen werden sich auch alle erstaunen über dieses Endzeittier, weil alle etwas ganz anderes erwartet haben. Die haben erwartet, dass Rom wieder entsteht. Meiner Meinung nach bricht das römische Reich gerade mit Pauken und Trompeten zusammen. Und von Woche zu Woche wird das deutlicher. Und von Monat zu Monat wird das deutlicher. Und ich würde mal mir erlauben zu sagen, dass wir im Römischen Reich gerade leben und das Römische Reich zu Ende geht. Das geht nieder. Auch Amerika ist in einer extrem schwierigen Situation. Was mit Amerikas Zukunft sein wird, das steht noch dahin.
Viele fragen mich, warum in der Endzeitprophetie nichts von Amerika steht, nichts von Russland steht, nichts von China steht, nichts von Europa steht. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Endzeit, speziell in der 70. Jahrwoche, diese Staaten gar keine Rolle mehr spielen. Weil Jeremia 25 steht, dass Gott eine Verwüstung anrichten wird, eine weltweite Verwüstung. Der wird sagen, wenn ich anfange, an meinem Volk Israel dort Gericht zu üben, glaubt ihr, ihr Nationen, ihr kämmt ungeschoren davon und werdet nicht auch verwüstet? Ja, das ist das, was in der Bibel steht. Das ist ernst. Und diese Verwüstung kommt nicht nur über Israel, sondern die kommt über die ganze Welt, auch über Europa, auch über unser Land. Warum? Weil wir uns immer weiter von Gott entfernen. Weil uns Gott peinlich geworden ist. Weil der christliche Glaube sich immer mehr auf sich selbst besinnt. Ja, die Christen sind sich selber ja genug. Es genügt ihnen, wenn sie Zeichen und Wunder haben und alle möglichen Dinge. Und die Gemeinde ist eigentlich ihr Heil geworden, nicht mehr Jesus Christus. Sind viele, viele Sachen zu beklagen in der Christenheit im Moment. Dann öffnet man sich irgendwelcher jüdischen Mystik und macht so Zimzum-Events. Ja, das ist so ein Unsinn. Deswegen verlässt uns Gott. Deswegen zieht Gott seinen Geist zurück. Das hat man auch die letzten Jahrzehnte schon gemerkt. Ja. Und Europa spielt in der Endzeit deswegen keine Rolle, weil Europa dann verwüstet sein wird. Weil auch Israel verwüstet sein wird. Und dann wird es in dieser Verwüstung, sagt der Engel zu Daniel in Daniel 9, sogar einen Gräuel der Verwüstung geben. Ja, Daniel 11 ist dann nochmal beschrieben. Und Jesus spricht auch davon. In dieser Verwüstung des Landes Israel gibt es einen ganz bestimmten Gräuel, der dort angerichtet wird. Der besteht nämlich darin, dass der Antichrist sich erdreistet, den wiedergeborenen Überrest in der Stadt Jerusalem zu töten. Der tötet die Gemeinde Jesu, der tötet den Leib Christi in Jerusalem. Denn in Jerusalem begann das Evangelium. In Jerusalem begann die Gemeinde Jesu, müsste man genauer sagen. Die neutestamentliche Gemeinde Jesu begann in Jerusalem. Und die ersten Glieder am Leib Christi waren Juden. Keine Menschen aus den Heiden. Das ist erst dem Paulus aufgeschlossen worden. Da hat er eine Menge Ärger für gekriegt. Eine Menge Ärger für gekriegt. Nach 2000 Jahren ist das schon verständlich. Jetzt ist aber so, dass das Evangelium wieder nach Hause geht. Nach Israel, noch spezieller nach Jerusalem. Hoffen wir mal, dass die, die das sagen, nicht auch so einen Ärger kriegen wie der Paulus. Ja, die Sache geht zurück, die Geschichte geht rückwärts. Die geht wieder zurück nach Jerusalem und wird in Jerusalem ihren Abschluss finden. Und wenn Jerusalem wiedergeboren wird, an dem Tag beginnt die 70. Jahrwoche und in der Mitte der 70. Jahrwoche kommt der Antichrist und tötet diese wiedergeborenen Menschen, die bis dahin, die ersten 1260 Tage, das Evangelium Jesu Christi verkündigt haben, einer sterbenden, irrsinnigen, verwüsteten Welt. Das ist das letzte große Zeugnis des Evangeliums Jesu Christi an die Welt. Und die Welt wird sich ärgern darüber, wie sie sich schon immer darüber geärgert hat. Sie wird sich ärgern darüber. Aber in der Mitte der Jahrwoche, exakt am Tag 1260, kommt der Antichrist und tötet diese geistliche Priesterschaft im Tempel in Jerusalem. Denn ganz Jerusalem ist dann ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. In diesen Tempel Gottes setzt sich dann der Antichrist und richtet diesen Gräuel der Verwüstung auf oder an. Denn viele sagen ja, dieser Gräuel der Verwüstung wäre eine römische Feldstandarte gewesen, die man im Tempel aufgestellt hat. Das ist Unsinn. Dieser Gräuel der Verwüstung wird angerichtet. Von wem? Also historisch, laut biblischem Zeugnis, von Antiochos Epiphanes im Jahr 174, 168 vor Christus. Da in der Spanne. Jesus sagt aber für die Endzeit voraus, dass da jemand kommen wird und ein Gräuel der Verwüstung aufstellen wird. Und er bezieht sich damit auf Daniel 9 und Daniel 11 und Daniel 12. Und diesen Gräuel der Verwüstung hat der historische Antiochos Epiphanes aufgestellt, der aber ein Grieche war, ein Seleukide, ein Diadoche, ein Syrer. Diese Strukturen wiederholen sich. Und der Antichrist wird sich da hineinsetzen und diesen Gräuel der Verwüstung in Jerusalem anrichten. Ja? Und das wird ihn
zum Maschiach ben David machen. Dann wird der Antichrist als ihr Maschiach ben David verehrt werden. Ja, denn sie werden sagen, du hast diese Schmach von uns abgewendet, dass aus unserer jüdischen Hauptstadt das Evangelium dieses Jesus gepredigt wurde, den sie hassen, den sie nicht mögen. Und dann wird er als ein Gott verehrt werden. Denn Jesus Christus ist Gott, ist Gottes Sohn, ist Gott, ja, der dreieinige Gott. Und wenn sie den Antichristen als Meschiach ben David, Sohn Davids, verehren, in vollkommener Verfinsterung ihrer Sinne, weil sie Gottes Geist nicht haben, denn wenn sie Gottes Geist hätten, würden sie an Jesus Christus glauben als Messias, dann wird der Antichrist sich in den Tempel Gottes einsetzen als ein Gott und sich dort verehren lassen als Gott, als Messias, Ben David, als Christus. Ja. Und dann wird die zweite Hälfte der Jahrwoche anbrechen mit einer schrecklichen, okkultistischen Herrschaft des falschen Propheten in Jerusalem. Dann wird Jerusalem geistlich Sodom und Ägypten genannt werden, wie in Offenbarung 11 steht. Und dann folgen viele, viele andere Dinge, die jetzt den Rahmen sprengen. Ist sowieso schon viel länger, als ich eigentlich sprechen wollte. In so Zeiten wie jetzt brauchen wir ein bisschen biblische Ausrichtung. Wir sind als Christen vielfach nicht gut unterwiesen im Alten Testament, ja, in biblischen Zusammenhängen, weil vielfach Predigten Dinge nur postulieren, aber nicht mehr lehren. Uns fehlt diese biblische Lehre, ja. Aber in biblischer Lehre hat es immer Streit gegeben. Und weil man so harmoniesüchtig ist, möchte man keinen Streit. Und es gibt auch viele, die sehr seltsame Thesen da vertreten, das ist so, ja. Ich weiß das auch. Ich reihe mich da auch nur ungern ein. Ich weiß, dass da viel spekuliert wird drüber, dass da viel Verworrenes im Internet auch unterwegs ist zu. Ihr habt keine andere Möglichkeit, als euch die Bibel zu nehmen und die Bibel zu lesen. Sonst werdet ihr von den vielen Stimmen, die in der Welt sind, vollkommen verwirrt. Weil der eine sagt dies, der andere sagt das, der dritte sagt wieder was anderes, der vierte macht einen Mischmasch aus den ersten dreien, der fünfte hat wieder was Neues, der sechste, und ihr lauft immer nur Menschen nach. Ihr habt keine andere Chance. Die ist aber da, als dass ihr eure Bibel zur Hand nehmt und lest und selber lest. Ja? Lasst euch nicht verführen von allerlei Lehre, ja, von Plastiklogos, sagt der Paulus, von künstlichen Worten, sondern bleibt am Wort Gottes, ja, und sucht euch Lehrer, die die Bibel kennen. Wir müssen auch nicht alles aus der Endzeit im Detail kennen und wissen, ja, aber wir brauchen so eine gewisse Basiskenntnis aus der Schrift, ja. Das betrifft nicht nur prophetische Dinge. Das betrifft zum Beispiel auch Fragen der Rechtfertigung. Wie funktioniert Golgatha? Sollen wir das Gesetz noch halten? Ja oder nein? Wenn wir das Gesetz nicht mehr halten sollen, woran orientieren wir uns denn? Was sagt die Bibel im Alten Testament über Golgatha? Ist die Bibel zuverlässig? Welche Gaben gibt's in der Bibel? Welche Gaben gab's und welche gibt's heute nicht mehr? Thema Zungenrede, ja? Also ich fasse ja die ganzen heißen Eisen an. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Man muss die Dinge sagen. Und ich habe zum Beispiel über Zungenrede einen langen Clip gemacht. Eine lange Reihe, so eine ganze Playlist. Schaut euch die bitte an. Und lasst euch nicht verführen. Es geht um das Wort Gottes. Vielleicht auch das noch. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird Gott seinen Geist auf die Stadt ausgießen. Das wird genauso sein wie vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Da hat Gott auch seinen Geist ausgegossen. Damals hat die Tochter Zion aber geboren ohne Wehen, Jesaja 66. In der Endzeit wird die Tochter Zion aber gebären mit Wehen. Aber im Prinzip wird es das gleiche Ereignis sein. Gott wird seinen Geist ausgießen über diese Stadt. In der Endzeit werden die, die dann zum Glauben kommen an Jesus Christus, nicht mehr in Zungen reden, obwohl Gottes Geist auf sie ausgegossen wurde. Warum nicht?
Weil die Zungenrede ein Gerichtszeichen war an Israel vor 2000 Jahren. Die hat nämlich bildhaft ausgedrückt, dass Gott von den Hebräern weggeht zu den Völkern mit dunkler Sprache. Den Griechen, den Skythen, den Lykaoniern, ja. Und deswegen reden die Jünger in Zungen. Und Gott sagt, sie werden mich auch so nicht hören. Ja, das ist ein Gerichtszeichen gegen Israel. Weil Gott zu den Völkern der Welt geht, lässt er seine 12 Apostel in den Sprachen der Völker der Welt sein Evangelium verkündigen. Das ist der Sinn der Zungenrede zu Pfingsten. Das hat sich verloren. Warum? Weil das Evangelium in alle Welt gegangen ist und Israel irgendwann beiseite gesetzt war und das auch jeder wusste. Und deswegen war die Zungenrede über 2000 Jahre nicht notwendig, ja? Weil das Gericht an Israel schon vollzogen war. Wenn aber Gott wieder nach Israel zurückgeht, nach Jerusalem zurückgeht, dann müsste Zungenrede ja eigentlich in Hebräisch sein. Ja, ist sie auch, ja? Weil da Juden zum Glauben kommen. Denn wenn Jerusalem belagert wird, dann laufen alle Araber weg und alle Missionare laufen weg und alle, die irgendwie Geld haben, werden aus Jerusalem fliehen. Da wird sich niemand belagern lassen. Da bleibt nur ein kleines, versprengtes Häuflein von Leuten übrig. Von Juden, die sonst keine Beziehung, die sonst keine andere Möglichkeit haben zu flüchten, die einfach in Jerusalem übrig bleiben. Und die rufen dann zu Gott. Wahrscheinlich auch Hebräisch, ja. Dann gießt Gott seinen Geist über die aus und dann weissagen die von Jesus Christus, der ganzen Welt, in Hebräisch, ja. Weil das Evangelium dann nicht mehr zu den Heiden geht, sondern gerade nach Hause gekommen ist. Und deswegen gibt es dann keine Zungenrede mehr, obwohl Gott seinen Geist auf diese Stadt zum zweiten Mal ausgießt, ja. Das ist viel. Ich weiß, dass ich will euch da auch nicht überfordern, aber ich glaube, so ein wiederholtes Hören, ein bisschen vertraut werden mit den Themen, das ist wichtig, ja. Das werdet ihr nur können, wenn ihr die Bibel anfangt zu lesen. Ihr müsst anfangen zu lesen in Johannes 3. Lest Johannes 3. Dann schaut euch einen Clip an von mir, ja. Und immer, wenn ich irgendwas sage, dann nehme ich immer die Bibelstellen dazu. Und dann habe ich die abfotografiert und dann zeige ich die auch in der Bibel. Und dann kann man die zusammen lesen. Manchmal lese ich ganz lange Passagen. Das macht die Clips auch unnötig lange eigentlich. Aber ich will, dass wir die Bibel lesen, dass wir die Texte kennen. Was wir behaupten über die Endzeit, das muss sich im Text der Bibel niederschlagen. Wenn das nicht in der Bibel zu finden ist, dann kann man das getrost verwerfen. Die Bibel, das Wort Gottes, führt uns in die Freiheit, weil die uns zu Jesus Christus führt. Dort ist Freiheit in der Gebundenheit an Jesus. Ja, das müssen die, das ist ihre Aufgabe. Ja, das ist die Aufgabe der Pastoren. Deswegen zeige ich das immer Stück für Stück. Dann fängt er an Johannes 3, dann fängt er an und lest bei Hiskia nach und dann kommt man zu Micha und dann kommt man zu Jesaja und dann kommt man wieder ins Neue Testament. Das ist der Sinn eigentlich meiner Clips. Und ich möchte noch was sagen, damit schließe ich dann auch. Ich freue mich so sehr, ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren, ich freue mich so sehr, dass ich so pünktlich bin. Könnt ihr das verstehen? Bei so irrsinnigen Zeiten, wie wir die jetzt haben. Ich freue mich, dass ich so pünktlich fertig geworden bin damit, denn der Bogen ist eigentlich damit geschlossen. Man kann jetzt noch über diese und jene anderen Themen sprechen, werde ich auch noch tun, aber der prophetische Bogen, der ist geschlossen. Und ich bin ganz, ganz pünktlich fertig geworden, nämlich eigentlich so im Herbst letzten Jahres. Da war so die Zeit, wo ich gedacht habe, eigentlich ist alles rund. In Daniel und in Offenbarung. Zumindest das, was ich dazu zu sagen habe, ja. Und da freue ich mich einfach drüber. Und es ist immer gut, wenn wir in der Zeit Gottes sind. Dass wir nicht zu spät sind, dass wir aber auch nicht zu früh sind, ja. Und wenn Gott Gnade gibt, und das muss Gott tun, das kann man nicht aus sich raus, dann sind wir auch pünktlich. Aber wir sollen hören und wir sollen wachsam sein und wachen. Aber worauf sollen wir denn achten? Im Wesentlichen auf die Dinge, die ich besprochen habe. Auf die Wiedergeburt Jerusalems, das ist der Beginn der 70. Jahrwoche. Und vorher wird ein Auseinanderbrechen des modernen Staates Israel kommen. Und dann kommen alle möglichen anderen Entwicklungen noch zu. Aber vielleicht haltet ihr die beiden Themen mal fest. Erst bricht der moderne Staat Israel in zwei Teile. Der ist jetzt schon hoch zerstritten. Ja, die haben jetzt, glaube ich, die vierte Parlamentswahl. Ja. Erst bricht der Staat Israel in zwei Teile auseinander. Dann gibt's kriegerische Verwirrungen und dann wird Jerusalem angegriffen und kommt zum Glauben an Jesus Christus. Ob wir das noch erleben, ob wir dann noch am Leben sind, das weiß ich nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Dinge gar nicht so sehr für die Christenheit aus den Nationenvölkern ist,
sondern dass diese Dinge für die Christenheit aus Jerusalem sein wird, denn denen purzelt das Wort Gottes ins Herz, ja, weil die das Alte Testament schon seit frühester Kindheit auswendig gelernt haben. Und jetzt kommt Gottes Geist dazu. Jedes Wort in der Bibel wird direkt zu denen sprechen. Auch Jesaja 7 spricht direkt in deren Situation hinein. Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht. Ein Überrest wird in den Völkern der Welt wahrscheinlich dann noch sein, weil Jesus sagt, am Ende der Zeit sammelt er seine Leute von allen vier Enden des Himmels. Ja, die sind dann nicht nur in Jerusalem. Ein Teil ist auch noch versprengt in der Wüste. Das sind die, denen Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann kommt nicht mehr ins Haus, sondern flieht in die Wüste. Die werden die zweite Hälfte der Jahrwoche dort überleben und bewahrt werden vom Herrn. Und auch in den Völkern der Welt wird es vereinzelt noch Christen geben. Und die wird der Herr dann auch sammeln. Ja, aber ob diese Endzeit tatsächlich für uns Christen aus den Heiden ist und nicht viel mehr für die Christen aus Israel, da zweifle ich manchmal dran. Ja. Trotzdem sage ich's, weil es uns bestätigt, das, was in der Bibel steht, dass das alles wahr ist. Das ist alles wahr. Und das, was wahr ist, das soll man auch glauben. Warum soll man nicht glauben, was wahr ist? Bis das kommt, nutzen wir die Zeit. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, sagt Jesus, ja. Und es wird auch schon immer dunkler, ja. Aber bis das kommt, geben wir das Evangelium weiter. So wie wir das schon immer gemacht haben. Für Christen ändert sich nicht groß was. Für unser irdisches Dasein ändert sich vieles, ja. Hat sich im letzten Jahr schon viel geändert, wird sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch sehr viel mehr ändern. Da müssen wir uns drauf einstellen. Aber bezüglich des Evangeliums hat sich gar nichts geändert. Das alles bleibt immer gleich, ja. So wie schon immer seit 2000 Jahren geben wir das Evangelium weiter, wo auch immer es geht. Vielleicht werden manche nachdenklich durch das, was sie erleben und was sie sehen und nähern sich dem christlichen Glauben. Das wäre sehr schön. Für uns, die wir an Jesus Christus glauben, ist alles gut. Wir haben ewiges Leben. Und wir sollen und müssen als Christen mutig sein. Die Christen zur Zeit Luthers und Luther selbst, der war sehr mutig, auch in Zeiten der Pest. Der hat 5-mal die Pest erlebt. Der hat selber sich angesteckt an der Pest. Der hat das aber im Glauben genommen. Wo ist unser Glaube in so Zeiten wie jetzt? Wenn ihr keinen habt, und manchmal geht er mir auch ab, muss ich sagen. Dann rufe ich zum Herrn und sage, gib mir Glauben. Hilf mir, rede zu mir, mach mich neu und gewiss in deinem Wort. Und immer wenn ich die Bibel lese, ist das erfrischend für mich. Macht das auch und wachet. Ich schließe jetzt ab. Genug geredet. Danke euch sehr fürs Einschalten. Wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft, viel Glaubensmut, viel Zuversicht, Kühnheit im Glauben und ein Licht von oben. Ja, in der Wachsamkeit, die Jesus Christus uns vorgeschrieben hat. Ja, Gottes Segen euch und bis bald.